So, machen wir gleich weiter. Ich habe eben den vierten Part aufgenommen, machen wir gerade den fünften auch noch. Ich habe gerade noch ein bisschen Lust und ein bisschen Zeit. Ja gut, es ist Wochenende, es ist Freitag. Ja, der Tag ist geschafft, wie im letzten Video schon angesehen. Und ja, da kann man dann doch etwas entspannt aufnehmen. Genau, hier gab es nichts. Ja, Ägypten, also ja, Ägypten ist so ein Land, das ist ja, also ein Level, das muss einem echt gefallen. Woran ich mich aber noch erinnern kann, ja, hier gibt es etwas, woran ich mich erinnern kann, ist, dass es hier dann auch so ein Bonus-Level gab, wie wir an der großen Mauer schon hatten. Ja, im Endeffekt, ihr merkt schon, wir reisen um die ganze Welt. Und besiegen Mad-Agenten. Konnte man die Seite runter? Nein, konnte man nicht. Gut, wir kommen hier bisher noch halbwegs gut durch. Ja, und jetzt kommen die. Oh nein, nicht die Hasen, nicht die Hasen. Das sind voll die Aggro-Hasen. Ich hasse die Hasen. Die schlagen einen immer. So, und in den Checkpoint und ab in den Brunnen. Diese Pharaonenmaske holen. Hier runter. Und jetzt brauchen wir das Mädchen. Ägypten ist, glaube ich, das Level, wo man viel das Mädchen braucht. Weil man viel tauchen kann. Man auf jeden Fall das Herz haben. Und da oben zwei Sachen. Und wir haben ein weiteres Leben bekommen. Okay, meine Mutter ist gerade lauter geworden. Gefällt mir gerade nicht, es missfällt mir. Aber gut, was soll man machen? Ist also, ich hoffe wirklich, ihr hört sie nicht. Ich hoffe es inständig, aber ja, wenn nicht, kann ich da leider auch nichts für. Das tut mir dann wirklich leid. Ich kann gucken, ob ich da noch irgendwas machen kann, aber ich muss sagen, ich bezweifle es, dass ich da noch irgendwas machen kann. So, die Kakteen hier, die halten nicht viel aus. Oh Gott, da ist ein Hase. Dem wollen wir nicht begegnen. So, für den oberen Teil nehme ich gerne den Hund. Und für den unteren Teil das Mädchen, wenn es ans Tauchen geht, weil sie nur tauchen kann. Ja. Ja, die Plattform ist verdammt nochmal schön schnell. Auf der sollte man auch stehen bleiben, bis sie anhält oder anhalten will. Dann holt man sich hier am besten noch das Leben. Man kann es gut gebrauchen. So. Ich glaube, die schießen Stacheln. Manche schießen, glaube ich, Stacheln und andere wollen eigentlich nur einen hauen. Oder so. Genau, hier muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht in diesen großen Kakteen landet, aber hey. Mit dem Regenschirm von Inspector Gadget ist das möglich. Hier unten kommt man tauchen. Jetzt muss ich nur gucken, wo das genau war. Hier gab es, glaube ich, nämlich einen Geheimgang unter Wasser. Oder so. Und der im Endeffekt nur zu Schätzen führte. Aber das war nicht der, den ich meinte, oder? Schwimmen wir mal noch. Ich wollte nämlich jetzt auch nicht sterben. Doch, es war sogar der hier. Oh, die Musik geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven, aber was soll ich machen? Ich glaube jetzt auch rausgefunden zu haben. Ach, hier ging es sogar weiter. Was in der ersten Aufnahme passiert ist, und zwar glaube ich nämlich, dass sich mein Laptop-Mikro wieder angeschaltet hat und dann ist ein bisschen verzogen wurde vom Audio her. Aber ich weiß es nicht. Weil eigentlich ist ja Fraps nur auf ein Mikrofon eingestellt, aber wer weiß, was mein Laptop da gemacht hat. Ja, die sind direkt vor uns, finde ich ziemlich lustig. Hier lang und wieder mit dem Hund hier hoch. Vorsichtig.
Wow, ein Lag. Warum auch immer es gerade so gelaggt hat, ich weiß es nicht. Bitte entschuldigt den Lag. Jetzt weiß ich, warum das so laggt. So viele Sprites, glaube ich. Auf dem GBA läuft die Stelle, glaube ich, auch ein ganz klein wenig langsamer ab. Aber wer weiß. So, und dann war's das mit dem ersten Level hier schon. Gut. 3000 Punkte fürs nächste Leben. Passwort und weiter geht's. Ach Gottchen, an dem Level bin ich, glaube ich, sogar verzweifelt mal. Hopp. Weil hier so viele Typen rumfliegen. Dies nehme ich mit. Hier war nichts. Gut. Ach Gott, der Kaktus-Genie. Im Endeffekt auch kein Thema mehr. Und die Viecher sind auch komisch. So, 3 Sekunden. So. Hoch, hier lang, hier runter, rum. Diese Genies, die Viecher töten. Okay. Bisschen durchspringen. Gut. So, und der Checkpoint, und jetzt wollten wir hier runter. Und ich glaube sogar bis ganz ans Ende. Aber das weiß ich nicht mehr ganz genau, ob wir bis ans Ende wollten. Aber eigentlich ja. Für ein weiteres Leben. Weil wir werden sie wahrscheinlich noch brauchen werden. Wenn so ein Boss kommt wie der Affe. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie viele kommen. Aber lange geht das Spiel nicht mehr, das weiß ich. Gut. Okay, dann weiter geht's. Hier lang, hier lang. Gab's hier oben irgendwas Interessantes? Ich guck mal schnell nach, wir haben ja Zeit. Zumal der letzte Part ja nur 9 Minuten irgendwas ging. Ja. Ne? Ach genau, die fangen hier dann an zu rennen, die Penner. Ja. Ist das Ganze ja noch weniger schlimm, wenn jetzt mal ein Part wieder etwas länger geht. Ich glaube, ich wollte das Leben haben. Dankeschön. Leider kann man in der Luft den Charakter nicht wechseln, weil sonst könnte man sich das einfach machen. Das hole ich jetzt nicht. Dass man mit dem Hund so weit springt, wie es oder so hoch springt wie möglich. Und dann mit Inspector Gadget einfach ganz in Ruhe runtersegelt. Ach Gott, ich kenne. Wir sind fast am Ende, so viel kann ich sagen. Hier unten steht nochmal Mad. Hier auf an der Spitze der Pyramide ist das Ende. Sollten wir nur noch halbwegs unbeschadet da hochkommen? Verdammt. Passiert. Ist ja aber nicht schlimm. So, ich werde wahrscheinlich gleich mal kurz eine Pause machen müssen, weil meine Mutter wahrscheinlich reinkommt gleich, aber ja. Gut. Okay. Ah, verdammt. Nein. Das war knapp. Und das war blöd. Ja. Ach je, wir haben heute einen neuen Lehrer gehabt. Total schlimm. Der Typ. Es war nicht mehr schön. Also der hat ein bisschen eine Meise, aber. Meine Güte. Nee, ich will nicht sterben. Oh, warum ruckelt es jetzt? Nur weil ich nebenbei hochlade? Das glaube ich nicht. Dass es am Hochladen liegt.
Gut, gibt's hier oben irgendwas? Wahrscheinlich einen sichereren Weg, obwohl ich finde, dass das hier sicher ist wie sonst war es so. 1000 Punkte fehlen und sie kriegen wir hoffentlich zusammen. Nein. Genau jetzt hier. Und ein Leben bekommen. Gut. Ich glaube sogar, dass ich in dem Level ein bisschen besser bin als in dem anderen. Aber auch nur ein bisschen, wie man sieht. Ja, gut, okay. Wie man das machen soll, hier weiß ich auch nicht. Gut, dann haben wir das jetzt auch geschafft. Gab noch mal ein Leben. Okay. Auf geht's. Ah, genau, Boss. Jetzt kriegen wir wieder eine andere Waffe. Jetzt kriegen wir wieder den Hammer. Beziehungsweise gute alte Waffe. Für diesen Boss. Den wir jetzt komm. Ja gut, okay, das war ein schlechter Auftakt. Na komm, bist du denn? Man muss sie mit dem Hammer schlagen, genau. Weil der kommt so schnell runter und ich sehe ihn nicht ducken. Springen. Ah, verdammt. Jedes Mal erwischt er mich. Aber eigentlich kriegt man den ziemlich schnell down. Und ducken. Nein! Er hat mich noch erwischt. Aber ihr seht, der Boss ist halbwegs einfach. Wenn man sich nicht anstellt wie der letzte Depp oder wie ich. Eigentlich immer in Bewegung bleiben bei dem hier. Außer bei dem hier und hier. Da muss man springen. Ansonsten muss man ihn halt irgendwie runterlocken oder so. Und dann ihn eigentlich nur noch hauen. Und dann sich wieder ducken. Und dann drüber springen und dann wieder. Und dann passt das. Ja. Haben wir seinen Katzenkopf kaputt gemacht und dann war's das mit ihm. Ja. Das war's. Okay. Gut, das habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung. Auf jeden Fall, ja, das war Let's Play Inspector Gadget Advanced Mission. Wir haben den Endboss besiegt und, ja. Wir sehen uns dann im nächsten LP. Bis dahin, ciao Leute.